Hi, mein Name ist Marco Lorenz und in diesem Video zeige ich dir, wie du die Schumann Frequency am allereffektivsten nutzt und den maximalen Nutzen aus der Erdresonanz ziehen kannst. Also wie schon erwähnt, in diesem Video zeige ich dir, wie du die Schumann Frequenz am allereffektivsten nutzen kannst, ja. Also ich empfehle dir, dass du sie erstens mal regelmäßig hörst, denn wenn du das andere Video gesehen hast, ich mache auch ein eigenes Video, wo ich dir ganz detailliert erkläre über die ganzen Studien, wie die Schumann-Frequenz sich auswirkt, dann weißt du, dass es einfach hochgradig wichtig ist, diese Frequenz immer wieder zu hören, ja, weil durch das Leben, durch den Alltag geht der Mensch in eine Disbalance und die Schumann-Frequenz bringt dich wieder zurück in die Einheit, ja, da gibt es halt wieder viele Studien drüber, ja. Also das heißt, das Ziel von der Schumann-Frequenz ist, dass du das regelmäßig einbaust, dass du sie, dass ich sage immer so, so wie hier ich sie aufgebaut habe, bau dir deinen Hörrhythmus in drei Phasen ein. Die erste Phase ist, wenn du anfängst mit der Schumann-Frequenz, dass du sie vielleicht einmal pro Tag hörst. Vielleicht, wenn du willst, sogar zweimal. Ja. Wann du sie hörst, spielt keine Rolle. Ich empfehle dir entweder vorm Schlafen gehen oder direkt nach dem Aufstehen. Du kannst sie natürlich auch dreimal hören im Laufe des Tages. So die ersten paar Tage einfach so zwischen 3 bis 7 Tagen einfach ein paar Mal am Tag hören. Minimal einmal, maximal dreimal. Ja. Wann du hörst, ist ganz dir überlassen. Hör einfach auf deine Intuition. Ja. Hat das denn Sinn, dass du dich in dieser ersten Phase, in diesen ersten 7 Tagen komplett regenerierst und mal komplett alles auf die Einheit bringst? Das ist wie so ein Pendel, das durchgehend schwingt und mit der Schumann-Frequenz pendelst du dich in die Mitte ein und zentrierst dich, ja. Und dann empfehle ich dir, dass du die Frequenz einmal pro Woche hörst, ja. Wenn du willst, kannst du sie auch 2 bis 3 Mal pro Woche hören, aber einmal pro Woche, um einfach wieder immer dieses Pendel, was ich dann im Laufe des Lebens immer wieder versucht, dann auszudehnen, wieder zurück zur Einheit findet, ja. Und dann in der dritten Phase, wenn du merkst, du bist durchgehend in dieser Klarheit, in diesem Erwachen drin, dann kannst du natürlich das ausdehnen, ja, auf einen Monat, einmal pro Monat hören, also ein Ritual zu machen, so jeden ersten des Monats hörst du die Schumann-Frequenz, um dich wieder in die Mitte zu bringen, ja. Und drum sind diese Phasen, das ist so wie eine Therapie, erste Phase halt regelmäßig öfter, zweite Phase dann in einem gewissen Abstand und dritte Phase ist dann in einer längeren Ausdehnung, ja, und dann bist du durchgehend sozusagen geerdet. Ja. Wichtig ist, dass du nicht auslässt, weil dann schwingt das Pendel immer weiter aus. Ja. Das ist so eine Methode, mit der du die Frequenz am allereffektivsten nutzen kannst, was ich gesehen habe. Und wenn du auch in dieser dritten Phase bist, wo du sie einmal im Monat hast und du merkst so auch unter der Zeit, so okay, ich fühle mich heute irgendwie nicht ganz gut oder irgendwas ist so unklar und du bist irgendwie so in dieser Hektik drin, dann hör dir einfach so, wenn du willst, auf Basis von Lust und Laune einfach die Schumann-Frequenz an und du wirst merken, dass du danach sofort wieder in eine Klarheit kommst. Oder wenn du wirklich gerade voll Stress hast, Probleme in einer Krise im Leben, dann hör sie einfach regelmäßig oder fangen wir einfach wieder mit Phase 1 an und hör sie einfach regelmäßig in Phase 2 und Phase 3 und du wirst merken, wie alles schön sanft wieder sich verflüchtigt. Ja. Hör die Frequenz am besten im Sitzen, in der normalen Meditationshaltung. Ich habe da einen eigenen Kurs gemacht auf meditation-guru.com, einen komplett kostenlosen Meditationskurs, wo ich auch sehr intensiv darauf eingehe, wie du mit Frequenzen arbeitest. Also wenn du noch mehr Tipps zur Nutzung von Frequenzen haben möchtest, da habe ich den Kurs, der ist halt auf 3 Teile aufgeteilt. Einmal das normale Meditieren, dann das Meditieren mit Frequenzen und der dritte Teil ist dann eigene Frequenzen und eigene Hypnosen und geführte Meditationen nur für Teilnehmer des Kurses. Der Kurs ist komplett kostenlos und hol dir einfach da mehr Wissen, damit du einfach eine stärkere Wirkung grundsätzlich aus dieser Frequenz oder aus allen anderen Frequenzen rausholst für dich und aus deiner eigenen Meditation natürlich. Gut. Ja, du kannst natürlich, wenn du mit dem Gate-Programm arbeitest, ja, die Codewörter verwenden, während das Ganze läuft. Du wirst auch merken, wie du viel intensiver, wie die Frequenz einfach mit den Codewörtern viel stärker wirkt, weil du einfach einen tiefen Trance-Zustand erreichst, was ja der Sinn vom Gate-Programm ist. Ja. Gut,
Das waren so einige Tipps und Tricks zur Nutzung. Viel Spaß mit der Solfeggio, also Solfeggio-Frequenz sage ich schon, mit der Schumann-Frequenz. Für mich, seitdem ich die ganzen Studien und die eigene Wirkung davon getestet habe, eines der aktuell wichtigsten Frequenzen, die ich selber jetzt täglich höre. Und ja, ich kann es dir nur empfehlen und bis zum nächsten Video. Bis bald. Ciao.